Letztes Jahr, im November 2020, bin ich beim Super-G-Training gestürzt. Dann hat sich herausgestellt, dass es ein Bandscheibenvorfall ist, wo ich gewusst habe, dass die Saison gelaufen ist. Es ist dann wie so eine kleine Welt, die in mir zusammengebrochen ist. Aber irgendwann muss man sich wieder aufraffen und positiv in die Zukunft schauen. Mein Name ist Thomas Dummler, ich komme aus Samnaun, bin 31 Jahre alt und bin Skirennfahrer. Ich habe mit 2,5 Jahren angefangen bei uns im Dorflift. Ich konnte aus der Haustüre direkt Ski anlegen und war schon im Musellenlift. Und dort habe ich eigentlich den ganzen Tag verbracht, jede Minute von meiner Freizeit. Aber so der Rennfahrinstinkt hat es in mir erst geweckt, wo mein älterer Bruder, der Marco, mit Medaille heimgekommen ist. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dann das auch machen wollte, das Skirennfahren. Meine wichtigste Bezugsperson ist mein Bruder. Ich bin eigentlich ständig mit ihm in Kontakt. Auch wenn ich einmal im Übersee bin, dann tun wir viel telefonieren und das Training und das Rennen besprechen. Auch wenn er nicht immer live dabei ist, finden wir so eigentlich immer einen guten Austausch und das gibt mir auch Vertrauen und Zuversicht. Meine Lieblingspiste hier in Samnaun ist die Fisnitz-Piste. Die ist steil, die hat schöne Übergänge drin, man kann auch mal ein bisschen gumpen. Etwa die tut es gut, ein bisschen frei fahren, Kopf lüften und einmal die eigene Linie fahren. Nach meiner Verletzung war jetzt das Samnaun der beste Ort, um wieder zurückzukämpfen. Ich habe hier meinen Bruder, ich habe hier perfekte Pisten bis Anfang Mai, die neuesten Infrastrukturen. Und es war jetzt optimal, um mich wieder zurückzukämpfen. Ich fühle mich stärker als vorher. Es war mental schwierig, so eine Saison zu verpassen. Aber ich glaube, die Motivation, um wieder dabei zu sein, das ist dann extrem. Und dann verschafft man sich da noch mal einen extra inneren Schweinehund. Wir haben dort junge, motivierte Trainer, die hier einen recht frischen Wind in das Samnauntal bringen. Es ist etwas Schönes, etwas, wo man gerne sieht, dass die Jungen so motiviert trainieren. Ich glaube, wenn die dann in einem Alter sind, wo sie Weltcup fahren, dann bin ich dann vielleicht auch schon hier als Trainer neben der Piste.